Ich darf jetzt Landtagsabgeordneter Reinhold Pix begrüßen. Herr Pix, auch Sie sind in Stuttgart. Ich freue mich auf Ihre Worte. Als Kaiserstühler schade, dass Sie nicht hier sein können, aber die Pflicht ruft natürlich in Stuttgart. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Zeller, sehr geehrter Herr Klein, Herr Minister Haug, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Winzerinnen und Winzerkollegen. Ich möchte mich in meinem Grußwort gerne auf drei Themen konzentrieren. Wir haben ja in der Vergangenheit schon gemeinsam sehr viele schwierige Themen verhandelt, aber auch viele Kompromisse gefunden, die jetzt weiterentwickelt werden müssen. Eines dieser zentralen Verhandlungserfolge ist unser typisches Baden-Württemberg-Biodiversitätsstärkungsgesetz. Ja, die Ziele sind allerdings ambitioniert, aber auf der anderen Seite bedeutet das Gesetz auch die Planbarkeit für die Betriebe im Land. Mir ist dann daher an dieser Stelle besonders wichtig zu betonen, ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln, wie auf EU-Ebene gerade wieder gefordert, schießt komplett am Ziel vorbei. Wir als grüne Landtagsfraktion stehen zu unserem Biodiversitätsstärkungsgesetz und haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass unser Landesgesetz in der EU als Blaupause durchaus Verwendung finden kann. Auf unserer Fraktionsklausur in Brüssel im Januar konnte in meiner Fraktion ein Positionspapier dazu verabschiedet werden, das nochmal unterstreicht und weiterhin Grundlage für die Position Baden-Württemberg im Bundesrat in Berlin, aber auch direkt gegenüber der EU-Kommission sein soll. Und ich war besonders froh, dass es uns gelungen ist, dass ich persönlich einem Vertreter der EU-Kommission unser Papier übergeben konnte. Und es hat auch verbändeübergreifend Zuspruch erhalten, bis hin zum Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Herr Ruckwied. Was wir brauchen, sind also nicht neue Verbote, sondern die den Weinbau zum Beispiel bei mir auch im Kaiserstuhl in Frage stellen würden, sondern praktikable Lösungen, die uns im Weinbau und im Artenschutz weiterbringen. Ein zweites Thema möchte ich auch nochmal zum Pflanzenschutz. Das Thema wurde vom Minister auch schon angesprochen. Unser Pheromonverwirrverfahren ist ein sehr seit Jahrzehnten wirksames Verfahren zur Einsparung von hochkritischen Insektiziden. Leider ist es uns aufgrund der klammen Haushaltslage nicht gelungen, die Fördersätze zu erhöhen, was aber definitiv im nächsten Haushalt kommen muss. Auch hat die Möglichkeit für Biobetriebe schon angesprochen. Das freut mich natürlich besonders, dass es uns an der Stelle wenigstens gelungen ist. Aber da bleiben wir dran. Weiter kann ich auch den Unmut über die Umstellung auf die grafisch-digitale Antragstellung diesem Jahr verstehen, die definitiv zu einer Unzeit stattfindet. Erst gestern konnte ich mit dem Abteilungsleiter Herrn Rühl und Herrn Ferch vom MLR mich unterhalten zu dem Thema. Wird extra getroffen und wir sind gemeinsam dran und überzeugt, dass wir eine rechtssichere Lösung finden. Es wird also möglich sein, in den nächsten Wochen bereits mit dem Aufhängen der Dispenser zu beginnen, obwohl die eigentliche Antragstellung auf Fiona zu diesem Zeitpunkt aus technischen Gründen nicht erfolgen kann. Wir sind uns auch einig darüber geworden, dass die Einreichung eines formlosen Antrags vor der Ausbringung der Dispenser erstmal reicht. Die genauen grafischen Daten können dann immer noch bis Mai eingepflegt werden. Entsprechend wird auch das MLR in den nächsten Tagen mit genauen Details auf den Weinbauverband nochmal zukommen. Zusätzlich zur Problematik der Umstellung auf das grafisch-digitale Verfahren habe ich mich gestern bei den Vertretern des MLR auch für eine vereinfachte Prüfung des Verwendungsnachweises eingesetzt. Ich unterstütze ausdrücklich das Vorhaben, nur noch die Rechnungen mit der Gesamtfläche der Pheromongemeinschaft abzugleichen, auf der die geforderte Menge an Dispensern in einem Jahr auch ausgebracht wurde. Aller Voraussicht nach wird eine entsprechende Anpassung auch zeitnah erfolgen. Von der Pflanzenschutzmittelreduktion möchte ich jetzt zum anderen Thema nochmal kommen, was auch schon angesprochen wurde, nämlich zur Weinkennzeichnung. Auch hier ist mir eine möglichst klare Kommunikation wichtig. Ich bin fest davon überzeugt und bleibe auch dabei, Wein ist ein Kulturgut und wird in Deutschland von einem Großteil der Bevölkerung konsumiert. Ich sehe es daher als weinbaupolitischer Sprecher meiner Fraktion
durchaus als Verpflichtung, mich der Diskussion über einen verantwortungsbewussten Konsum zu stellen. Wie aufgeheizte Diskussion leider geführt wird, musste ich anlässlich der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin als Gast bei der Sendung zur Sache Baden-Württemberg am 19. Januar, das können Sie ja medial nochmal nachschauen, wenn Sie es interessiert, im Gespräch mit der Krebsforscherin Frau Dr. Schaller vom Krebsforschungszentrum Heidelberg feststellen. Entgegen des von unter anderem Frau Schaller herausgegebenen Alkoholatlasses, in dem ganz klar unterschieden wird zwischen moderatem bzw. verantwortungsvollem Konsum und schädigendem übermäßigen Konsum, behauptete sie aller Ernstes, diesen gibt es nicht. Schon die geringste Menge Wein schädigt dauerhaft und dass im Grunde jeder, der anfangs noch mehr oder weniger verantwortungsvoll konsumiert, am Ende abhängig wird. Meine Damen und Herren, sie hat quasi behauptet, ich hätte 35 Jahre lang Gift hergestellt. Sie sagt, Alkohol ist ein Nervengift, ein Zellgift, das automatisch irgendwann Leberkrebs auslöst. Sie hat sozusagen mich bezichtigt, 35 Jahre lang in meinem Betrieb Gift hergestellt zu haben, mit dem alleinigen Ziel, eine große Bevölkerung gesundheitliche Schade zuzufügen. Also wenn man dem folgen würde, dann ist das heute ein Treffer von Drogendealern. Ja? Also herzlich willkommen. Also ganz im Ernst, diese Polarisierung hilft niemand und ich stelle mich auch weiterhin mit allen Mitteln gegen solche Verleumdungs- und Hasskampagnen. 80% der Menschen, die alkoholhaltige Getränke konsumieren, haben ein verantwortungsvolles Trinkverhalten. Das heißt, für die Mehrheitsbevölkerung sind alkoholhaltige Getränke das, was sie sein sollten, nämlich ein Genussmittel. Dieses Bedürfnis nach einem kulturell etablierten Genussmittel gilt es zu respektieren und zu lenken, um einen gesunden Umgang zu fördern. Wir sollten daher auch nicht die Förderetiketten von Weinflaschen mit undifferenzierten Warnungen wie in Irland verunstalten, sondern gerne auf den Rückenetiketten mit Piktogramm und Co. Differenziert über einen verantwortungsbewussten Konsum informieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Herausforderungen im Weinbau sind vielfältig und nur gemeinsam zu meistern. Sie können sich dabei sicher sein, egal wie ungemütlich die Auseinandersetzungen sind und das Gespräch mit der Krebsforscherin zum verantwortungsvollen Weinkonsum gehört definitiv dazu, setze ich mich weiterhin für den Weinbau hier in Baden ein. Dabei möchte ich es aber belassen, wegen einer präsenzpflichtigen Plenarveranstaltung kann ich heute leider nicht vor Ort sein, aber hoffentlich können wir beim nächsten Mal mit einem guten Glas Wein anstoßen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine gelungene Mitgliederversammlung. Vielen Dank. Herr Pix, vielen Dank für die klaren Worte, für die deutlichen Worte. In vielen Aussagen sind wir deckungsgleich. Ich hätte eine ganz große Bitte an Sie, dass Sie Ihre klaren Worte auch nach Berlin transferieren, dass unser Bundesminister für die Landwirtschaft genau diese Aussagen übernimmt, dass Sie vielleicht die Vorgabe Biodiversitätsstärkungsgesetz von Baden-Württemberg nochmal nach Berlin mailen und das dann als Grundlage nehmen für künftige Änderungen. Diese Blaupause ist sicherlich was, was auch wir für gut halten. Nochmal die Bitte, dass auch die klaren Aussagen von Berlin aus dem Landwirtschaftsministerium so an uns weitergegeben werden. Vielen Dank und auch Ihnen noch viel Erfolg an Ihrer heutigen Sitzung.